Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Risen 2 hier bei unserem Konfi-Kanal. Es geht weiter, ja, wir haben im letzten Part Harlock endlich gefunden, haben mit ihm einen Deal ausgemacht, er befindet sich auf unserem Schiff. Er will uns zu Stahlbarts Schatz führen, ja, er ist Teil unserer Crew, ich glaube zwar, dass er uns, ja, hintergehen wird, aber gut. Ich will jetzt mit Habib hier reden, das ist ein Molukke, wahrscheinlich vom Marakai-Stamm, von dem Harlock die Beute geklaut hat. Und dem wollen wir ihn jetzt zurückgeben. Die Piraten werden dir keine Schwierigkeiten mehr machen. Ich wusste, dass du anders bist, Hoshi. Du kannst dich mit einem ganzen Stamm anlegen. Ja, ja, schon gut. Und hier hast du deine Beute. Hier, ich habe deine Jagdbeute. Du hast sie gefunden? Das ist eine gute Nachricht für mich und meinen Stamm. Tawonga, Gucho. Nimm dieses Idol meiner Vorfahren. Es soll dich bei deinen Kämpfen schützen. Und Idole erhalten. Das sind noch die Sachen, das ist jetzt nichts Spezielles, oder? Das sind auch die Sachen, die wir sonst verkaufen, ne? Ja. Immerhin 500 Gold. Nice. Guter Pirat. Freund von Habib. Okay. Sehr gut. So, was würde ich jetzt noch nachgucken? Hier gab es irgendwo... Hier, da sieht es aus, als würde es eine Höhle geben. Ist die Frage, ob das eine Höhle ist, die wir übersehen haben, oder... nicht... So, ich glaube nämlich nicht, dass es eine Höhle ist. Und da oben war es nämlich, glaube ich, auch keine Höhle. Ne, es sieht nicht wie eine Höhle aus, es ist einfach nur dieser Pass hier. Okay, dann hat sich das jetzt nicht gelohnt, aber egal. So, ich hoffe, es wird jetzt langsam mal irgendwie Morgendämmerung oder so. Mensch, da hatten wir mal die ganze Zeit Tag. Da hat es aber nur gewittert und gedonnert und da war so stockduster und jetzt ist es nachts und es ist ruhig. Mann. Ja, dann ist die Expedition, wie gesagt, wahrscheinlich hier lang gegangen. Das werden wir jetzt prüfen. Aber vorher nehmen wir die 30er-Kiste natürlich mit. Und dann kommen wir den Gargoylen ja auch schon näher. Das heißt, wir müssen dann auch schon gleich unsere Flinte ausrüsten. Ist mir gegen die Gargoyles tatsächlich lieber Fernkampf. Schrot, Bauplan für ein... THQ. Totenkult, schwarze Magie plus 15. Alles klar. Interessiert uns kein bisschen. So, ich werde jetzt schon mal... Weil hier gibt es ja auch viele wilde Tiere, wie wir bereits erfahren mussten. Und mit Panthern ist nicht zu spaßen. Moment. Ich möchte mal was testen. Das sieht ein bisschen aus wie so ein... Ja, ich würde nicht sagen Schlitz, aber... Schlitz. Doch, Schlitz. Ich will mal kurz was gucken. Ganz kurz. Nee. Ich habe gedacht, dahinter geht es irgendwie für den Affen weiter, aber da geht es definitiv nicht weiter. Alles klar. Gut. Ah, oh, da ist wieder ein Feuervogel. Gut, jetzt haben wir zwei Fernkämpfer. Ist aber auch nicht schlimm. Warum werden uns die Kugeln eigentlich nicht angezeigt, die wir haben? Wird uns gerade nicht oben angezeigt, ne? Wie viele Kugeln wir noch haben. Autsch, der ist ganz blöd mit dem Genick irgendwie da abgeprallt. So, da sind schon Sandteufel, das heißt, wir kommen den Gargoylen immer näher. Leider, und da proggen sie auch schon die ersten. So, jetzt will ich aber erst die Sandteufel... Drei Sandteufel, alles klar. Kümmer dich, Venturo. Hast du ja diese Biester, vor allem weil sie nicht alleine kämpfen können. Ventura hat schon einen. Sehr gut. Jetzt hat er den zweiten. Und wir nehmen uns den dritten. Das war entspannend. Wenn ich mir vorstelle, was wir sonst von den Gargoyles, von den Sandteufeln kennen, für nervige Kämpfe, war das echt tiefenentspannt. So, da ist dann der einzige Gargoyle. Er ist alleine. Bin mal gespannt, wie viele es auf der Insel dann hier gibt. Gerechnet, nice. Oder? Einer von sechs. Alles klar. Das ist tatsächlich echt ein bisschen was. Hier hat eine Jagd stattgefunden. Hier hat jemand ein Tier erlegt und es den Berg hinauf nach Südwesten geschleppt. Den Berg hinauf nach Südwesten. Ja, gut. Das machen wir bald. Gleich. Später. Je nachdem, wie lange das... Kommt der Gargo jetzt schon? Ja, der hat schon geprockt. Okay. Er kriegt aber hier den Dolch ab. Nice. Sehr gut. Jawoll. Schön mit dem Nahkampf hier. Beide mit dem Bajonettschaden den Gargoyle gekillt. Sehr schön. Ah, ich glaube, das hat sich gelohnt, den guten Venturo mitzunehmen.
Er gibt dann doch schon gute Hinweise, hier, muss man mal sagen. Und wieder drei Stück. Statt der üblichen zwei haben wir diesmal drei von diesen Mistviechern. Sehr gut. Die zwei sind schon wieder tot. Das gefällt. Ja, damit hat der Sandteufel wahrscheinlich wirklich nicht gerechnet. Sehr schön. Holy shit, ich habe das total vergessen gerade. Ich habe den tatsächlich total vergessen. Ich bin so ein Depp manchmal. Ich habe den so null auf dem Plan gehabt gerade. Sehr schön, da habe ich echt mal jetzt hier Eier zeigen wollen. Und wollte den Angriff noch durchziehen. Holy shit, habe ich mich erschrocken. So eine 20er-Truhe und zwei Gargoyle-Eier, okay. Das heißt, uns fehlen vier. Kiste öffnen. Schwertklinge, Sturmwind? Sturmwind? Boah, läppisch. Aber war Sturmwind nicht eine Waffe? Neue Quest. Und da ist noch ein Ei. Ich wollte schon sagen, es ist aber komisch, schon wieder zwei Gargoyle-Eier. Aber da ist tatsächlich noch das eine Ei. Sehr gut. Sturmwind, war das nicht in Risen 1 das, was wir geschmiedet hatten? Ich weiß das gerade tatsächlich gar nicht. So, was wollte ich gucken? Seekarte, das sind die Gargoyles. Noch ein Gargoyle. Ja gut, die haben wir jetzt erlegt. Also müssen wir da jetzt gleich südwestlich den Berg hinauf. So wie Venturis gesagt hat. Jetzt ist es gerade nicht so extrem dunkel, wie ich finde. Der Nebel macht es dann doch schon ein bisschen heller. Von daher lasse ich es jetzt einfach mal mit einer Fackel leben. Ich finde die Fackeln jetzt eh nicht so Ultra-Bombe in dem Game. Na komm, ich mach's einfach an. So, was geht hier ab? Man erkennt halt wirklich nicht viel, ne? Leider. In die Ferne erkennt man leider wirklich nicht viel. Okay, ich will zuerst da lang, weil da ist dann das erste Dead End. Hallo Blaukralle. Stirb, Blaukralle. Sehr gut. Da oben brennt ein Feuer. Hier geht es anscheinend wieder hoch. Gibt viele Orte, wo es Schätze geben könnte, potenzielle Schätze hier tatsächlich. Wo man hier hochklettert. Und so weiter. So, was gibt es hier oben für uns? Ein Plateau. Und eine Narrenkappe, alles klar. Immerhin. So, jetzt wollen wir hier runter, ohne dass wir uns zu sehr kaputt machen. Sehr gut. Das haben wir gut gelöst. Und dann schauen wir mal, wie es dort weitergeht. Da können wir sowohl links als auch rechts rumlaufen. Alles klar. Blaue Falle, hallo. Jimmy ist bei Nacht halt echt gefährlich. Weiß nicht, vielleicht hätte es sich doch gelohnt, um aufs Schiff zu gehen und zu schlafen. Aber dann wäre mir das Risiko, dass es wieder gewittert, zu groß gewesen. Dann wäre mir das Risiko tatsächlich zu groß gewesen, dass wir... Alles klar, das hat sich komisch angehört. Dass wir hier ein bisschen unnötig Zeit verschwenden. So. Sehr gut. Wollen wir hier hoch? Wollen wir hier hoch? Weiß ich nicht, ob wir da hoch wollen. Aber da geht es auch nochmal links lang jetzt gleich. Ich muss sagen, kräutermäßig finde ich, lohnt sich Risen 2 weniger als Risen 1. Aufgrund dieser Tränke halt einfach, die es bei Risen 1 gab. Bei Risen 1 hast du halt die Kräuter wirklich gesammelt, um am Ende diese starken Plus-5er-Tränke zu machen. Mit den Ogerwurzeln und wie es alles hieß. Damit du Plus-5 auf Stärke und so weiter kriegst. Das hast du ja hier gar nicht, die Tränke. So, hier haben wir wieder einen Feuervogel und da kommen dann die Gargoyles. Bisschen enttäuschend, bisschen schade. Was Risen 2 vielleicht ein wenig unattraktiver macht in der Hinsicht. Also, dass man jetzt nicht alles sammeln muss. Warte mal, ich mach's trotzdem. Warte mal, da ist ein Lagerfeuer, so wollte er gerade sagen. Ich hoffe, es proppt gleich nochmal nach dem Kampf. Wäre schade, wenn dieser Dialog nicht proggen würde nochmal. Weil der kam jetzt wirklich aus dem Nix. So, da ist wieder ein Gargoyle-Kollege. Die kennen wir ja mittlerweile schon ganz gut. Zack. Aber rutsch mir nicht weg. Danke.
und dann looten wir den Kram. So, du wolltest sagen, warte mal, ich sehe ein Lagerfeuer. Und warum sagst du das jetzt nicht mehr? Ist der Dialog jetzt echt weg? Komm, gehen wir hier nochmal zurück, weil das ist ja der eine Weg, den wir nicht genommen haben. Na los, Proc-Dialog. Ich hab's jetzt auch nicht gelesen, ihr könnt stoppen und lesen. Da, seht ihr das an? Hier haben sie ihr Lager aufgeschlagen. Wenn ich das hier richtig deute, dann ist das noch nicht so lange her. Es sieht so aus, als seien sie nach Nordosten weitergezogen. Lass uns weitergehen. Wir holen sie sicher bald ein, okay. Ihr könnt ja jetzt auf YouTube stoppen und euch das nochmal angucken. Ich werde es dann auch im Schneiden nochmal machen. Aber hier haben wir endlich unseren ersten Zwischenpoint. Alte Lagerstätte von Corientes. Sehr gut. Das heißt, wir können endlich pennen und hoffentlich, bitte lieber Gott, lass es nicht gewittern. Oh, es ist so schön, wieder Licht in dem Spiel zu haben. So, die Kiste machen wir auf. Sehr gut. Da haben wir einen Grog, einen Trank der Überzeugung und ein bisschen Gold drin. Alles klar, die Fackel können wir hier lassen. Jetzt gucken wir uns hier nochmal um. Und schon sieht man wieder deutlich mehr, ne? Also, bei Nacht in dem Dschungel ist es halt wirklich saugefährlich. So, und ich hoffe, es tut... Oder ihr nehmt es mir nicht so übel, dass wir jetzt den einen Spruch da von Ventura nicht komplett gehört haben. Aber ihr habt ja gesehen, wir wurden angegriffen. Und er hat selber abgebrochen und gesagt, pass auf. So. Weiter geht's jetzt hier mal mit den Gargoyles auf. Und natürlich den mistigen, biestigen Sandteufel-Penner. So, kriegst du ein Blutopfer durch noch ins Gesicht. Natürlich, Kollege. Was denkst du denn, mein Freund? Da ist noch ein Sandteufel. Ich deck deinen Rücken. Und da ist dann noch der letzte Gargoyle. Nicht sterben, Venturo. Wir brauchen dich. Sehr gut. Und da hinten ist der letzte Gargoyle für diese Insel. Ich hoffe, da ist auch die Brut. Sehr gut. Da ist auch die Brut. Sehr gut. Fang schon an zu reimen hier. Der Reimking. So. Sehr schön. Gargoyles an der Bucht von Maracay. Erledigt. Die drei Eier nehmen wir auch mit. Dann haben wir die Brut auch. Sehr schön, dann müssen wir Eldrick das nur noch geben. Und dann müsste die Insel der Schätze, die Schatzinsel, wohin uns Dings bringen möchte, hier müssten die letzten Gargoyles sein. Harlock möchte uns da ja hinbringen. Das müssten dann die letzten Gargoyles sein und damit wäre der DLC auch vorbei. Alles im einen finde ich es ganz cool. So jetzt hier im Laufe des Spiels finde ich es auch cool, weil es einfach nochmal ein cooleres Gimmick ist. Ob ich das jetzt so cool gefunden hätte, wenn ich das Spiel dafür nochmal extra angemacht hätte, weiß ich nicht. Kommt auch drauf an, ob wir da noch irgendwas Krasses bekommen, wenn wir das geschafft haben. Sieh mal, ein sehr altes Grabmal. Das Ding ist irgendwie unheimlich. Sei besser vorsichtig. Ja, werden wir sein. Weiß ich nicht, werde ich dann im Nachhinein mir eine Meinung drüber bilden, aber da habe ich schon Ghoul gesehen. Und das werden wir dann gleich sehen. Holy shit. Ist auf einmal dunkel und neblig, ne? Oh, da kommt auch noch der zweite Ghoul jetzt angelaufen. Der erste ist tot durch den Trip, das ist gut. So viel schlechter einige, oder was heißt einiges? Ich will jetzt ja nicht sagen, dass einiges viel schlechter geworden ist jetzt in Risen 2 im Gegensatz zu Risen 1. Aber so viel anders auch andere Sachen geworden sind oder andere gemacht wurden in Risen 2. Den Sound der Ghule finde ich so um so viel geiler. Um so viel geiler als noch in Risen 1. Hier ist wieder eine goldene Maske. Du hörst doch wohl nicht. Oh, scheiße. Was ist das? Die Maske gehört dir, nehme ich an. Goldene Maske ist eine heilige Reliquie. Sie darf ihren Platz nicht verlassen. Oh, fuck. Du bist einer der Ahnen, richtig? Mein Name ist Yagul. Schamane und Beschützer der heiligen Reliquien der Maracay. Wenn du die Maske entwendest, wirst du sterben. Ich schätze, der meint es ernst. Okay, das ist eindeutig. Plünderer, habt unsere Ruhe gestört. Ihr werdet in einem Meer von Blut ertrinken.
Bleib mal locker, man kann ja erst einmal darüber reden. Grabaltare müssen geheilt werden. Nur das ist wichtig. Wenn das nicht geschieht, werden wir keine Ruhe finden. Masken müssen wieder an ihren richtigen Platz. Du wirst sie finden und die Grabaltare heilen. Ach so, na dann. Ja, denn wenn du zuwider handelst, werden wir dich zur Rechenschaft ziehen. Ja, cool. Was ist, wenn ich das nicht mache? Kann ich mit dem Marakai dann noch reden? Das ist jetzt eine schwere Frage. Ich hätte gerne gespeichert. Bevor ich da auf die Maske... Habe ich gespeichert, bevor ich auf die Maske geklickt habe? Ich weiß es nicht. Ich sag jetzt mal, nö. Vergiss es. Ich mach da nicht mit. Lass dein Schicksal besiegelt, Elender. Oh Mann. Du lässt doch gar nichts aus, oder? Ich deck dein... Holy shit! Krieger und Yagul, der Monster-Oger-Geist-Ahnen-Typ. Holy fuck. Okay, damit habe ich jetzt nicht wirklich gerechnet mit den beiden Kriegern, aber okay. Nein, Venturo ist ohnmächtig. Nicht gut. Oh, Yagul wurde von seinem eigenen Typ beworfen. Ich hoffe, die Marakai sind uns trotzdem noch heult, wenn wir da hinkommen. Aber den guten Yagul, den müssen wir jetzt erstmal umhauen, ne? Weil der ist schon statt... Oh Leute, Krieger im Hintergrund getroffen. Habt ihr gesehen, wie der weggeflogen ist? Ich wollte Yagul treffen und hab den Krieger im Hintergrund getroffen. Au, 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 au. Au, au. Wie gesagt, das sind hier diese gefühlt alten Oger aus Risen 1. Zumindest die Sounds und die Keulen. Scheiße, war das knapp. Oh, das kam jetzt echt unerwartet. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, Venturo ist wieder fit. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut für uns. So, haben wir endlich einen, der die Angriffe auch jetzt mal abblockt. Nice, und Yagul ist tot. Nichts zu holen. Nichts zu holen? Eine Keule haben wir erhalten. Wo ist die Keule? Wie viel wert ist die Keule? Eine Axt, eine Perücke. Wo ist die Keule? Kugel, Schrot, Grabwurzeln. Kann ich angehen? Ist die hier oben oder was? Nö. Wo ist denn die Keule? Bin ich blind? Büroschlüssel? Leuchtkugel, Kralle, Pantherfell. Axt, oder haben sie das einfach auf Axt gesteckt? Aber stand ja ganz klar Keule erhalten. Leute, ich weiß noch nicht so recht, ob das die richtige Entscheidung war. Aber ich will die Maske mitnehmen. Halte durch, ich komme! Oh, da sind nochmal zwei Krieger, okay. Bisher haben wir alles geplündert. Und nochmal mehr. Krieger 3 insgesamt. Holy shit. Da wirft er auch schon wieder mit den Speeren rum, der Penner. So, der kriegt noch mal einen ab. Sehr schön, ein Krieger ist down. Der andere auch, fast der hintere von denen jetzt. Schön, sehr gut. Aua, der Speer tat weh. Gibt's nicht. Schön, Venturo. Das hat sich gelohnt, dich jetzt dabei zu haben. Sehr, sehr gut. Hier ist wieder ein Sarkophag. Ich weiß nicht, ob das so clever war jetzt mit Yagul, dem Schützer der Ahnen. Wie viel Gold wert ist diese eine Maske denn? Die goldene Maske, lohnt sich das? Unverkäuflich. Grabbeigaben aus Marakai. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob das so clever war. Da ist noch ein Speer. War das die richtige Entscheidung? Ich meine, von unserem Spielstil her müsste es die richtige Entscheidung gewesen sein. Aber
Weil wir spielen ja nicht mit den Haaren. War das vor, bevor wir die Maske nehmen wollten? Bitte. Bitte lass es davor gewesen sein. Müsste es, oder? Nein, es war schon nach Yagul. Also müsste das hier der letzte Safe sein. Dann müssen wir wahrscheinlich die Ghule jetzt nochmal umlegen, oder? Ja, okay, machen wir das nochmal. Ich möchte die Quest machen mit den... Was hat er gesagt? Wir müssen die Altare, die anderen Grabstätten müssen geheilt werden, hat er gesagt. Schöne Kombi. Schöne Kombi. Die irgendwie Grabstätten müssen geheilt werden. Zack, den Ghoul hauen wir um. Zack, zack. Sehr gut, okay. Die goldenen Masken sind sehr wichtig. Da sie unverkäuflich sind, bringen sie uns eh nicht wirklich was. Und ich habe mich da wirklich gerade erschrocken. Lara, du hörst doch. Ja, kennen wir schon. Ich wollte nicht deinen Zorn erregen. Wenn du die Maske entwendest, wirst du sterben. Ich schätze, der meinte es. Okay. Plünder. Bleib mal locker, Mann. Wenn das nicht Masken. Ach so. Ja. Okay. Okay. Ich bin dabei. Aber nur, weil du mir keine Wahl lässt. Das ist unwichtig. Es sind 4 Grabaltare im Lande der Marakai. Auf jedem dieser Altare muss eine eigene Maske stehen. Okay. 4 Altare und 4 Masken. Verstehe. Gut. So geh nun und verrichte deine Aufgabe. Ich werde dich beobachten. Alles klar. Die Gräber der Ahnen. Du wirst jetzt nicht doch noch schwach, oder? Ich war nur neugierig, ob du noch da bist und aufpasst. Ich bin da und werde da sein, wenn du unsere Gräber schändest, indem du eine Maske vom Altar nimmst. Wähle die Altare. Nur das ist wichtig. Warum eigentlich ich? Kann das nicht jemand anderes machen? Deine lebenden Nachfahren zum Beispiel. Es spielt keine Rolle, wer du bist oder von woher du kommst. Du hast versucht, einen Altar zu schänden. Du wirst jetzt alle heilen oder sterben. Eine weitere Warnung wird es nicht geben. Ich werde dich beobachten. Er sieht schon geil aus. Ich habe dich gewarnt. Jetzt ziehe die Konsequenzen, Elender. Ich wollte das tatsächlich jetzt nur einmal machen. Okay, das heißt, da haben wir jetzt auch noch eine Quest. Eigentlich ja nicht unser Spielstil, ich möchte es aber tatsächlich machen. Gut, dann machen wir das jetzt auch noch so. Dann arbeiten wir jetzt für die quasi auch noch. Aber je mehr Quests, desto besser. Und ich hoffe... Moment. Ich muss die 4 Goldmassen zurück zu den Marakai-Gräbern bringen, um die Geister der Ahnen zu besänftigen. Ja, das werden wir machen. Wir haben viel zu tun auf der Insel oder auf der Bucht von Marakai hier. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich. Und ihr seid im nächsten Part wieder bei dem... Wir müssen weiter nach Osten. Corrientes wird bestimmt nicht auf uns warten. Halten Sabel. Wir machen jetzt einen Cut hier, Venturo. Von daher, bis zum nächsten Part, Leute. Haut rein und ciao.